Gut. Paxton Fettel ist im Executive Building, Gebäude. Und der ist wahrscheinlich hinter Harlan Wades Tochter Alice her. Und es wird geglaubt, dass dort sehr viele Repliksoldaten sind. Und unser Team versucht sie zu versucht die beiden zu lokalisieren und zu evakuieren. Und wir sollen vorsichtig vorgehen. Ja, die Art von vorsichtig, die ich kenne. Mausklick links gedrückt halten und hoffen, dass alles gut geht. Ich hoffe, wir finden diesen Techniker-Typen noch mal wieder. Geht das wieder los? Spooky Parts sind vier. Und es gibt Spooky Parts. Und das hier ist ein Spooky Spooky Part. Okay. Harlan ist nicht froh darüber, dass Genevieve da irgendwie wieder was in Gang gesetzt hat, was nicht so gut ist anscheinend. Jetzt müssen wir das Gebäude ihres, das Brü ihres Vaters finden. Weil irgendwie hat sie was rausgefunden, laut denen und etc. etc. Ich mag tatsächlich in Horrorspielen Orte, die offen sind. Okay, hier steht es auch nochmal. Das, was Wade von der Genevieve erzählt hat, dass sie das Projekt Origin praktisch verschlossen haben und nicht mehr geöffnet haben. Ich guck gerade, weil die Fenster da oben, besonders da oben links, sieht so ein bisschen 3D aus und nicht aufgemalt einfach. Das ist mir bei, ich glaube, Yakuza mal aufgefallen, dass ein paar Gebäude aufgemalt aussehen, ein paar der Shops. Beruhigend. Achso, hier komme ich her.
Okay, wenigstens ist der Spiel so nett und lässt mich noch rüberkommen. Weiter geht's. Ich bin kein Fan von Aufzügen. Nee, in den Horrorspielen offene Gebiete oder Gebiete mit so riesigen Fenstern fühlen sich halt nicht so beklemmend an, wie wenn man lange, enge Korridore hat. Nee, und ich meine, klar, dass sich halt die Gänge nicht so offen, enge Gänge beklemmender anfühlen. Aber das ist auch einer der größten Tricks, habe ich das Gefühl, in einem guten Horrorspiel nicht nur einfach beklemmende Gänge zu bauen. Also wirklich so, das sieht man ja bei manchen Spielen, hier dieses Treppenspiel, wo man die ganze Zeit Treppen runtergeht, oder einige der SCP-Spiele, von dem, was ich so mitbekommen habe zum Beispiel, basieren ja praktisch darauf, dass man die ganze Zeit nur irgendwie einen langen, engen Gang längs läuft, ohne Fenster und alles. Und gute Horrorspiele kriegen dieses Gefühl... Oh. Upsi. Ich habe das Gefühl, dass gute Horrorspiele... Was ist die Waffe? Dieses Beklemmungsgefühl auch hinbekommen, ohne dass man ständig Länge, einfach nur enge Gänge, die lang sind und so längs läuft. Weil jetzt haben wir ja auch hier eher mal größere Gebiete zwischendurch. Was haben wir hier? Oh. Hä? Hat sich die so weit vorne aufgenommen? Okay. Ich kann durch so viel durchspringen, aber hier nicht. Keine Minen. Das wäre schade. Das ist das Telefon. Komm her. Okay, diese Alice Wade ist der Sache, wie alles begann, scheint sehr nah dran. Die Frage ist nur, ist sie eine der Guten, eine der Bösen? Ich habe keine Ahnung mehr. Okay,
In dem Moment, wo die Sirene losging, war ich eh schon auf Guard. Also auf darauf beachtet, dass gleich irgendwas passiert. Hat mich das irgendwie gar nicht mehr so schlimm erschreckt. Okay, das ist auch sehr interessant. Ja, sie wollten das Origin. Okay. Okay. Packen wir das in Jumpscare. Jumpscare, Jumpscare? Großer Jumpscare? Sehr großer Jumpscare. Gut. Nee, sie haben halt dieses Gebäude wieder versiegelt. Die haben halt die Leute reingeschickt. Dann haben die den Kontakt zu diesen Leuten verloren und dann haben die einfach den Ort wieder dicht gemacht. They're all dead. Gut, ich bin wieder an dem Punkt, wo ich gleich nicht mehr weiß, wo ich längs muss. Okay, das war einfach. Lieblingswaffe. Weiter geht's.
Ich dachte, jetzt hätte ich irgendwie gefühlt Dutzende Medikits verbraucht, aber das geht ja noch. Hier war doch gerade noch einer. Erstmal mitten des Kampfes umziehen. Okay. Ich bin seit langem mal wieder an dem Punkt, wo ich gar keine Medikits mehr habe. Gut, dass ich nicht sofort Z gedrückt habe. Vielleicht bin ich wieder so angespannt. Fünf? Sechs. Ich habe keine Granaten mehr. Doof. Nichts Brauchbares. Getroffen damit, das ist doof. Das muss ich heilen.